Die beiden Orchideen. Im Nordteil des Landes der Millionen Felder, am Flusse Kong, gab es einstmals zwei freie Städte. Sie hießen Yu und Yong. Durch Freundschaft waren sie miteinander verbunden. Würde die eine angegriffen, so käme der anderen Herr sogleich zu Hilfe, um bis zum Letzten zu kämpfen, so als wäre es für die eigene Heimat. In der Zeit, in der diese Geschichte spielt, gab es schon verschiedene Reiche, die jeweils Menschen eines Volkes vereinigten. Andere Staaten fanden keinen Zusammenhalt. Aus allen Städten, klein und groß, wer die Macht dazu hatte, der kam und unterwarf andere Städte und wollte sein Land vergrößern und seine Grenzen vorschieben. Man suchte nach Gründen, um seine Eroberungen zu entschuldigen und zu verteidigen die Lust, andere Menschen zu unterwerfen. Auch Yu und Yong, das Städtepaar, konnten der Bedrohung auf die Dauer nicht entgehen. Die Freundestädte wurden angegriffen und mussten sich mit äußerster Kraft verteidigen, Männer sowohl wie Frauen. Das Fürstenpaar Kula und Makön beherrschte die Stadt Yu. Sie sammelten ihre Kämpfer vor der Stadt. Köng Zhao und Ngao Horn, das Fürstenpaar der Stadt Yong, stießen dazu und ein wilder Kampf erbrannte, denn die Krieger von Yu und Yong wollten den königlichen Schirm und die Freiheit ihrer Heimat mit der ganzen Stärke ihrer Herzen verteidigen. Das Schicksal der Städte war jedoch nicht aufzuhalten. Ein Stamm von Waldmenschen aus dem Volk der Karen näherte sich dem Kampfplatz und bat darum, gegen die Angreifer der Städte Yu und Yong mitfechten zu dürfen. Doch in der Schlacht verletzten sie Treue und Glauben. Als das Getümmel gegen die Gruppe der Waldmenschen herangewogte und die Feinde sie bedrängten, da wechselten die Karen-Männer die Fronten. Voll Freundschaft waren sie angekommen, nun wurden sie böse und verrieten ihre Freunde. Sie fielen dem Heer der zwei Städte in den Rücken und umzingelten die Soldaten von hinten, so dass sie nicht wussten, wohin sie sich wenden sollten. Die Waldmänner schlugen auf sie ein, und weil es keinen Ausweg mehr für sie gab, mussten sie alle sterben. Nur die Heerführer der beiden Städte mit ihren Gattinnen konnten sich in den Wald retten und blieben am Leben. Über Flüsse und Berge strebten sie fort von der Stätte ihres Unglücks, bis sie in das Gebiet von Chiang Rai kamen, an dessen Rande im Walde sie sich eine Hütte bauten, um als Einsiedler über ihr Schicksal zu meditieren. Ihre Hütte erbauten die vier Frommen am Rande eines Baches. Sie begannen, das Erdreich ringsum zu bearbeiten. Ihre Saaten wuchsen auf und gediehen. Sie konnten sich nicht nur davon ernähren, sondern einen Teil noch in der Stadt verkaufen. Niemand kannte sie in der Stadt und jedermann begegnete ihnen freundlich und zuvorkommend. Sie konnten zufrieden sein mit dem, was sie erreicht hatten. Und doch quälte sie oft die Sehnsucht nach ihrer Heimat. Nach angemessener Frist bekam Kula und Makön, das Fürstenpaar von Yu, einen Sohn. Sie nannten ihn Kulu. Auch Ken Zhao und Ngao Hon, das Fürstenpaar von Yong, bekam ein Kind, eine Tochter, die sie Ua nannten. Prinz Kulu und Prinzessin Ua wuchsen im Walde zusammen auf und waren wie Bruder und Schwester miteinander. So blieb es, bis sie erwachsen wurden. Da verwandelte sich die kindliche Zuneigung des Prinzen über Nacht in begehrende Liebe, so wie es überall den Jünglingen geschieht, wenn der Jungfrauen Schönheit beginnt, sie zu verlocken. Aber ach, diese Liebe erwuchs im Herzen der Prinzen allein. Die Prinzessin Ua hatte seit frühester Kindheit nur einen Freund gehabt, den Prinzen Kulu. Als sie nun zur Jungfrau erblüht war, da bewahrte sie diese Freundesliebe in ihrem Herzen, und die Liebe der Schwester wurde nicht zur Liebe der Frau. Eines Tages kam ein Jüngling aus dem Volke der Karen von Yu und Yong herüber und wanderte durch den Wald. Auf seinem Wege lag die Hütte der entthronten Fürsten der zwei Städte. Er selbst aber war niemand anderes als der Sohn des Anführers der Karen,
die den befreundeten Heeren so verräterisch in den Rücken gefallen war. Nun war jener Häuptling König von Yu und Yong. Das war die Folge seines Verrats. Als der Karenjüngling durch den Wald ging, traf er die Prinzessin Ua. Er sah sie an und verliebte sich in sie, denn sie war schön. Als er die Brücke schlug zu ihr, da liebte auch sie den fremden Jüngling, und das Schicksal nahm seinen Lauf. Den königlichen Eltern, die ihre Stätte an den Vater des Jünglings verloren hatten, entging die Veränderung nicht, die in der Jungfrau vor sich gegangen war. Deshalb ging Kun Zhao, der Vater der Prinzessin, zu Kula, dem Fürsten von Yu, und teilte ihm mit, was geschehen war. Sie beschlossen, dass die Prinzessin erfahren musste, wie sie vor ihrer Geburt ihrer Stätte verloren hatte. Kun Zhao, der Herr von Yong, fasste sich ein Herz und erzählte seiner Tochter die ganze Geschichte. Ruhig hörte sie ihren Vater an, und als er zu Ende war, da war ihre Liebe zu dem Karenjüngling erloschen. Sie besann sich wieder auf ihre Freundschaft zum Prinzen Kulu und dachte an die vielen Erlebnisse, die sie miteinander verbunden hatten, seit sie Kinder waren. Und so kam es, dass die Jungfrau all ihre Liebe dem Prinzen schenkte. Unter einem großen Gummibaum am Ufer des Bächleins, der an der Hütte vorbeifloss, wechselten sie das Verlobungsversprechen. Prinzessin Ua sprach: »Wenn ich je meine Liebe zu dir, Kulu, verletzen sollte, so werde ich mich erhängen an diesem Gummibaum.« Prinz Kulu antwortete: »Wenn mir je meine Liebe zu dir, Ua, verloren ginge, so wollte ich nicht einen Tag länger mehr leben.« Die Zeit verging, und als ihre gegenseitige Liebe ihre Herzen ganz durchdrungen hatte, da setzten sie die Hochzeit fest. Aber das Unglück ruhte nicht. Der Karenjüngling, Sohn des Thronräubers, erfuhr von der bevorstehenden Feier. In der Nacht vor dem Fest der Hausweihe, der Hochzeitsfeier, sollte am nächsten Morgen beginnen, legte der Eifersüchtige ein paar seiner Waldmänner in den Hinterhalt und warf glimmendes Räucherwerk in die Hütte. Der Duft der Rauchstäbchen betäubte die Schlafenden, so dass sie in der tiefsten Rausch versanken. Nun führte der Jüngling seine Leute in die Hütte, und sie setzten sich nieder und aßen und tranken alles aus, was für das Fest dort vorbereitet war. Als sie schon ganz von Sinnen waren von der Zecherei, warf der Zuchtlose sich über die Prinzessin und machte sie sich zur Frau, während die Prinzessin und der Prinz im tiefsten Schlummer lagen. Am frühen Morgen, als die Macht des berauschenden Weihrauchs vergangen war, erwachte Prinz Kulu und blickte im Halbdunkel der Hütte um sich. Da lagen Reis und Speisen umhergestreut. Als der Prinz das sah, wusste er, es muss ein Unglück geschehen sein. Er sprang auf, trat aus der Hütte und entdeckte dabei die Asche des Räucherstäbchen. Er eilte zurück in die Kammer, und als er sich umschaute, da sah er den Rock der Prinzessin hingeworfen am Fenster liegen, und er trug das Zeichen der Zerstörung. Daneben entdeckte er auf dem Boden Schriftzeichen, geschrieben mit Feuerkohle. Es waren Worte von der Hand der Prinzessin. »Bruder Kulu, deine junge Schwester ist dahin. Ich bin gegangen, um an unserem Baum am Bach auf dich zu warten. Das hatte ich dir versprochen.« Prinz Kulu erstarrte vor Schrecken. Er eilte zum Gummibaum hinüber, und da hing die Prinzessin an einem Ast. Ihr Tuch hatte sie um den Hals geschlungen, und ihre Arme hingen leblos herab. Sie war tot. Ihr Weg über die Erde hatte sein Ende gefunden. Doch bevor sie starb, hatte sie ein Gebet gesprochen, und das Gebet war in Erfüllung gegangen. Sie wurde wiedergeboren in einer wunderschönen Orchidee, die noch heute ihren Namen trägt. Prinz Kulu stöhnte auf, als er sah, dass die Geliebte tot war. Der Schmerz löste sich in Tränen, und mit den Augenwasser weinte er sein Leben aus. Sein letzter Gedanke war das Gebet, als Blume wiedergeboren zu werden und sich anzuschmiegen zu dürfen an die wundersame Orchidee, die vor seinen umflorten Blicken am Bach erblüht war. Sein Wunsch fand Erfüllung, und auch er wurde zu einer Orchidee, die noch heute den Namen Kulu trägt
und mit ihren makellos weißen Blütenblättern die Blume der Prinzen Ua beschützt und beschattet.